Kerkwitz, Atterwasch und Grabkow droht die Abbaggerung. Kommt ein neuer Tagebau Jenschwalde Nord, müssen 900 Menschen in der Gemeinde Schenkendöbern weichen. Doch in den Orten südlich von Guben gibt es massiven Widerstand. Am Montag besuchte Brandenburgs Wirtschaftsminister Ralf Christoffers das Gebiet. Er besichtigte die drei Dörfer und einen Tagebauaussichtspunkt. Was haben Sie bisher von der Rundreise hier aufgenommen an Eindrücken? Eine ganze Menge. Also erstens, wir müssen nochmal klarstellen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfungen, die jetzt stattfinden, einschließlich der strategischen Umweltprüfung nach EU-Recht, natürlich Schutzziele definieren. Denn diese Schutzziele müssen erreicht werden. Wie sie erreicht werden können, das hängt von den Untersuchungen ab. Und zum Beispiel in Taubendorf muss man gucken, sozusagen, ob das Schutzziel erreicht werden kann mit den bisherigen Maßnahmen. Selbstverständlich nimmt man mit, dass niemand froh ist, Heimat möglicherweise zu verlieren. Das kann man auch nicht ersetzen. Das ist einfach so. Und diesen Konflikt, ich sag mal, politisch dann auch auszuhalten, das ist manchmal sehr schwierig, weil man selbstverständlich verstehen kann, was die Leute denken und fühlen. Und wir werden sehen, wie der weitere Abwägungsprozess in diesen Bereichen hier stattfindet. Ich kann nur sagen, entsprechend der gesetzlichen Lage ist der Abwägungsprozess auch offen. Das heißt, die Schutzziele müssen erreicht werden. Und das betrifft den Wasserhaushalt genauso wie landschaftliche Schutzziele. Und wir werden sehen, wenn der Abwägungsprozess, sprich die Planung, auch zu Ende sind, wie dann die endgültige Entscheidung aussieht. In Grabkow stellte sich Christoffers anschließend den Fragen von Kohlestromgegnern. Mit dabei waren Vertreter von Bürgerinitiativen aus Beeskow und Neutrebin. Dort soll das Kohlendioxid verpresst werden. Der Widerstand gegen die Kohlendioxidlager im Oderbruch und neue Tagebau in der Lausitz hat sich verbündet. Denn den Akteuren ist klar, ohne CO2-Abscheidung und Lagerung kein neues Kraftwerk in Jenschwalde. Ohne neues Kraftwerk kein neuer Tagebau. Kerkwitz, Grabkow und Atterwasch wären gerettet. Die Erwartungen der Versammelten an Christoffers waren unterschiedlich. Ich denke, dass er sich hier nicht entscheiden wird. Und eigentlich erwarte ich nichts. Ich denke, dass hier keine Positionierung stattfindet. Was erwartet man? Eine ordentliche Gesprächsrunde, Diskussion, vielleicht auch mal ein bisschen Einsicht von der anderen Seite und ein paar Ausblicke, was passieren könnte. Einsicht von der anderen Seite, was bedeutet das? Naja, von der Politik, ein bisschen mehr Realitätssinn, ein bisschen mehr Bezogenheit auf die heutige Situation. Wir leben schon im 21. Jahrhundert. Ich denke, dass es an der Zeit ist, dass gerade in so einem Land wie Brandenburg die Wende gerade in der Energiepolitik langsam eingeleitet werden muss. Denn der gesellschaftliche Schaden, der hier angerichtet wird, der ist mit Sicherheit größer als der Nutzen, der irgendwo hier erwartet wird. Ne? Wir wollen mal sehen, wie die politische Meinung jetzt zu dem Vorhaben ist, was hier passieren soll mit dem CO2, mit der Windenergie oder mit der Energiepolitik überhaupt. Das interessiert uns hier. Der Wirtschaftsminister zeigte für den Protest Verständnis. Für ihn ist Kohlestrom aber noch lange nicht verzichtbar. Wenn Sie wirklich glauben, dass Länder wie Indien oder China in den nächsten 50 Jahren von der Kohleverstromung ablassen werden, muss ich Sie enttäuschen. Das wird nicht sein. Sie haben gar keine andere Möglichkeit, Ihren Energiebedarf tatsächlich zu decken. Und wenn es, entschuldigen, und das Problem, vor dem wir weltweit stehen, ist, dass nicht nur im Bereich... Damit stieß er aber auf taube Ohren. Hart attackiert wurde der Chef des Brandenburger Landesbergamtes Klaus Freitag. Das Amt genehmigt die Erkundung der Kohlendioxidlager. Gegner der Lagerung zweifeln an einer ausreichenden finanziellen Sicherheit für Schäden bei der Erkundung. Freitag sieht dafür keinen Grund. Ein Thema, was in den letzten Tagen auftauchte, war die Frage der Haftung. Es geht jetzt erstmal um die Erkundung von CO2-Lagerstätten. Eventuell, wenn es eine Genehmigung gibt, irgendwann mal eine Einlagerung. Wie ist das eigentlich mit der Haftungsgeschichte? Ja, die Haftungsgeschichte ist natürlich das, was auch die Bürger interessiert. Die Frage, wenn Schäden auftreten, wenn Gefahren da sind, ist man auf der sicheren Seite. Im Rahmen der Erkundung haben wir über Bergrecht, und nur das gilt hier, die Erkundung über Bergrecht, eine ausreichende Sicherheit, auch finanzielle Sicherheit, dass alle Schäden beseitigt werden. Wenn wir in eine zweite Stufe kämen
Und dafür brauchen wir dieses zurzeit diskutierte Kohlendioxid-Speichergesetz. Dann stellt sich natürlich auch die Deckungssumme, die Haftungsfrage völlig neu. Und hier gibt es ja im Gesetzgebungsverfahren auch eine klare Position des Landes Brandenburgs, dass hier von ausreichenden Mitteln nachgewiesenermaßen geredet werden muss. Das heißt, hier muss dann auch der Antragsteller, wer es auch immer ist, ob Vattenfall oder die Storage GmbH, da muss natürlich eine andere Qualität her mit höheren Summen. Am Freitag wollen etwa 30 CO2-Lagergegner in Berlin protestieren. Dort wird das Gesetz zur CO2-Lagerung mit den Bundesländern und Verbänden beraten.